Ja, herzlich willkommen. Ich möchte heute einen kleinen Einblick geben in unsere Lehrveranstaltung Diversität und Gesellschaft. Diese Lehrveranstaltung wird begleitet von mir und meiner Kollegin Eva Grigori. Ein paar Fakten zu dieser Lehrveranstaltung. Es ist eine Lehrveranstaltung, die findet im Studiengang, also im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit statt, und zwar im zweiten Semester. Wir unterrichten das im Vollzeitstudium. Die Lehrveranstaltung hat 7 ECTS, 45 Semesterstunden, und heuer hatten wir oder haben wir, weil die Lehrveranstaltung läuft noch, auch 45 Studierende. Also es sind immer so circa 40 bis 50 Studierende. Worum geht es inhaltlich in dieser Lehrveranstaltung? Wir steigen da am Anfang immer ein mit so einem kleinen selbstgemachten Cartoon, beziehungsweise mit zwei Zitaten, die so zwei Kernthemen der Lehrveranstaltung illustrieren. Das eine ist ein Zitat von der Schriftstellerin Jeanette Winterson: Why be happy when you could be normal? Das zweite ist ein Zitat von einem Kollegen und ehemaligen Studenten von uns, Maximilian Zirkovic: Als weißer Mann ist es halt schon geil. Und diese Zitate illustrieren eben, dass es einerseits in dieser Lehrveranstaltung um Norm, um Normalisierungen, um Kritik daran geht natürlich, und andererseits um Privilegien, um Macht, um Herrschaftsstrukturen. Und somit ist ein Einstieg gegeben. Natürlich geht es dann auch, und das ist wichtig, bei so einem Schlagwort wie Diversität, das sehr vieles auslöst bei den Personen, die das hören, auch Definitionen schnell anzubieten. Ja, das springt da die Präsentation herum. Eine wichtige deutschsprachige Definition haben wir hier nochmal dargestellt. Diversität meint eben Vielfalt, Heterogenität, Unterschiedlichkeit und bezieht sich eben auf die partizipative Anerkennung der Diversitäten von Menschen. Da geht es um Geschlecht, um sexuelle Orientierung, um Hautfarbe, um Alter, um kulturelle Herkunft, um Behinderung, um Klasse, um vieles mehr. Das sind die sogenannten Diversity-Kategorien bzw. Dimensionen, die eben Menschen in positiver oder negativer Weise bestimmen, wie sehr sie eben auch an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen können oder davon ausgegrenzt sind. In der Lehrveranstaltung werden dann natürlich verschiedene Subthemen oder Aspekte dieses großen Themas Diversität behandelt. Ein paar davon sind hier auf der Folie. Da geht es um sowas wie Sexismus, um Rassismus, um andere Formen der Diskriminierungen, um Heteronormität, um Begriffe wie Queer oder Intersektionalität, um Ableismus, um Social Justice. Und diese Arbeit mit diesen Begriffen ist zugleich auch unsere Einstiegsmethode in diese Lehrveranstaltung. Wir machen immer in der ersten Lehrveranstaltungseinheit eine Übung, die nennt sich Begriffspatenschaften. Das heißt, wir haben diese zentralen Begriffe der Lehrveranstaltung, sind sehr groß auf bunten Papieren ausgedruckt, und Kleingruppen können sich dann jeweils einen Begriff aussuchen und quasi mitnehmen, und sie übernehmen die Patinnenschaft für diesen Begriff und müssen dann zu diesem Begriff einen kleinen Input vorbereiten, also so einen 5-minütigen, 5 bis 10 Minuten maximal Input. Das kann, ja, die können ein Video dazu zeigen, eine Präsentation vorbereiten. Manche machen auch selbst ein Video. Sie können das in Form von einem Sketch darstellen. Sie können ein Lied umdichten oder von mir aus auch komponieren. Also da, sie können was zeichnen dazu. Also da, der Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Es ist wichtig, dass einfach diese Begriffe von den Studierendengruppen, die eben die jeweilige Patenschaft dafür übernommen haben, dann vorgestellt werden. Und so entsteht dann auch erster Einstieg in diese zentralen Themen der Lehrveranstaltung. Und nach der Präsentation wird dann von uns eventuell noch ergänzt oder, falls es notwendig ist, ein bisschen was korrigiert, wenn vielleicht der Begriff nur teilweise oder halt nur ein Zugang dazu oder so dargestellt wurde. Es ist klar, dass die Studierenden in der kurzen Zeit sich den Zugang nicht umfassend erarbeiten können, aber sie sollen schon mal eben direkt einsteigen in ein Thema. Ja, die Lehrveranstaltung, hier sieht man so unsere persönliche Lehrveranstaltungsplanung und Vorbereitung, besteht eben aus relativ vielen, also Präsenzeinheiten, zum Teil sehr langen, die haben zum Teil Übungscharakter. Und es gibt jedes Jahr eigentlich zwei Highlights dieser Lehrveranstaltung. Einerseits das Museum der politischen Frauenbewegungen und andererseits der Diversity Day St. Pölten, und die möchte ich noch ein bisschen näher vorstellen. Das Highlight Museum der politischen Frauenbewegung
Da beschäftigen wir uns eben mit Frauenbewegungen, mit Feminismus, feministischer Theorie und Praxis. Und diese Lehrveranstaltungseinheit findet normalerweise immer so um den 8. März oder manchmal auch am 8. März, am Internationalen Frauentag, statt. Und wir laden da die Studierenden alle ein, dass sie Materialien mitbringen, Bücher, Flyer, Zeitungsartikel, irgendwelche Utensilien, die für sie zum Frauenbewegungsgeschichte, zum Frauenkampftag, zu Feminismus, die irgendwelche Aspekte davon repräsentieren. Wir bringen selbst auch sehr viele Materialien mit. Man sieht ein bisschen an den Bildern, es ist ein bisschen eine Materialschlacht fast. Also der Raum ist voll mit unterschiedlichen Büchern und Dingen. Da kommen noch weitere Bilder. Und die Studierenden sind dann eben aufgefordert, aus diesen Materialien kleine Ausstellungen zu machen, eben für das Museum der politischen Frauenbewegung. Das heißt, sie bekommen so Tischinseln und auf diesen Tischinseln gestalten sie dann zu einem bestimmten Aspekt, zu einem bestimmten Unterthema, so eine kleine Ausstellung mit den Dingen, die sie mitgebracht haben und mit Dingen, die sie dann eben noch dazu schreiben oder anfertigen. Man sieht das ein bisschen eben auf diesen Fotos. Da geht es dann um Frauenwahlrecht, da geht es um geschichtliche Themen, da geht es um Frauen im Sport oder ging es heuer eben, da ging es um die Entwicklung der österreichischen Verfassung und wie Frauen darin vorkommen. Da ging es um die Jana Donal. Ja, da werden eigentlich sehr viele verschiedene Aspekte von Frauenbewegung, von Feminismus, von Frauenrechten werden da von den Studierenden selbst eben in Form dieser Ausstellungen und dieses Museums dargestellt. Wenn dann die Ausstellungen hergerichtet sind sozusagen, dann gibt es immer Zeit, wo alle eben durch dieses kleine Museum gehen und sich die Dinge anschauen. Und danach gibt es dann noch so eine Fishbowl-Diskussion meistens, wo verschiedenste Aspekte, die da zum Tragen gekommen sind, diskutiert werden und auch nochmal von uns theoretisch ergänzt. Und es gibt dann auch von uns beiden auch einen Input zu Theorien und Praxen eben des Feminismus, der Frauenbewegung, der Geschlechterforschung, wo wir auch stark biografisch unsere eigene Entwicklung einbringen. Wir sind unterschiedliche Generationen. Das heißt, wir können auch ein bisschen Frauenbewegungsgeschichte sozusagen aus unserer konkreten Erfahrung erzählen. Ja, das zum Glück, das Museum der politischen Frauenbewegungen konnte heuer auch noch in der physischen Präsenz stattfinden. Nach dieser Lehrveranstaltungseinheit kam dann Corona und wir mussten die Lehrveranstaltung mitten im laufenden Semester eben wie so viele umstellen auf eine Online-Lehrveranstaltung. Das ist eigentlich gut gelungen und wir haben gleich in der ersten Online-Präsenz haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt und haben das Lehrveranstaltungsthema mit Bezug eben zur aktuellen Situation bearbeiten lassen unter Verwendung von MindMeister. Das heißt, die Studierenden haben eben da unter anderem mit diesem kollaborativen Online-Mindmapping-Tool haben sie so eine Mindmap zum Thema Coronavirus, Diversität und Ungleichheit erstellt. Also was gibt es eigentlich? Wir haben ihnen die Frage gestellt, was hat diese aktuelle Situation mit dem Thema Ungleichheit zu tun, mit dem Thema Diversität, wie wird das von Leuten eventuell unterschiedlich erlebt? Und sie haben diese Mindmap erstellt und wir haben das dann auch ausführlich diskutiert. Ja, in einer weiteren Online-Präsenz haben wir dann, was wir auch in der physischen Präsenz immer machen, in dieser Lehrveranstaltung mit Dokumentationen und Berichten zu Rassismus vor allem gearbeitet. Wir arbeiten da immer mit dem ZARA-Rassismus-Report. Da werden einfach aktuelle Kapitel werden aufgeteilt und von den Studierenden wieder vorbereitet und den Kolleginnen dann präsentiert. Das zweite Lehrveranstaltungshighlight jedes Jahr ist eben der Diversity Day, der immer im Mai in Kooperation mit dem Diversity Büro St. Pölten stattfindet. Das ist an sich eigentlich eine öffentliche Veranstaltung, die bei Schönwetter, haben wir leider noch nie erlebt, aber geplanterweise am Rathausplatz stattfindet, bei Schlechtwetter im Stadtmuseum. Hier sehen wir Bilder vom Vorjahr. Die Studierenden bereiten da zu bestimmten Themen eben so Infostände vor, wo auch interaktiv dann zu einem Thema gearbeitet wird. Dieser Diversity Day wird vor allem sehr stark von Schulen, aber auch von anderen Gruppen und von Einzelpersonen besucht, die sich eben dort über verschiedene Themen, Aspekte der Diversität informieren. Es sind auch andere, also es sind Organisationen immer dort, die über das Leben mit Behinderung, über Migration
Migrationserfahrungen über verschiedene Aspekte der Diversität auch aus erster Hand informieren und eben die Studierenden dieser Lehrveranstaltung gestalten auch immer einige Stationen quasi, wo sie zu bestimmten Themen Infos weitergeben. Nachdem heuer diese Veranstaltung abgesagt werden musste, haben wir eben gesagt, der Diversity Day 2020 muss digital stattfinden und ist deshalb jetzt auch ein bisschen mehr als ein Diversity Day geworden. Die Aufgabe der Studierenden war es eben diesmal, Social Media Aktionen, Kampagnen zu verschiedenen Diversitätsthemen vorzubereiten. Sie haben sich dann verschiedene Themen ausgewählt, von Integration, Inklusion in Schulklassen, über Geschlechterrollen, über Bodyshaming, über Diversität und Alter, etwas zu Hate Speech, zu Rassismus, zu Analphabetismus, zu Volksgruppen in Österreich. Und sie haben Projekte gestaltet, die alle entweder auf Instagram oder YouTube oder in verschiedenen Social Media eben zugänglich sind. Und wir haben über die FH dann auch eine eigene Website dazu gestaltet. Da kann man jetzt irgendwie in diesem geteilten Bildschirm den Link nicht ganz gut lesen, aber er lautet eigentlich nur diversity.fhstb.ac.at. Also da findet man ihn auch gut auf der Website der FH. Ja, das war dann heuer sozusagen ein Highlight, das in einer anderen Form stattgefunden hat. Diese Kampagnen laufen auch noch alle der Studierenden und es ist eine Aufgabe, wo sie eben sich selbst bemühen, Diversitätsanliegen zu vermitteln. Von den Anforderungen her müssen Sie außerdem in dieser Lehrveranstaltung noch eine Seminararbeit schreiben. In die Lehrveranstaltung ist auch noch eine Studienreise normalerweise integriert. Die Studienreise kann heuer auch nur virtuell stattfinden. Da müssen Sie eine Reportage quasi über eine virtuelle Studienreise verfassen. Also es ist eine sehr umfassende, eine sehr anspruchsvolle Lehrveranstaltung, die, wie wir wissen aus den Rückmeldungen, die Studierenden sehr beschäftigt und hoffentlich auch nachhaltig beeinflusst, weil es eben sehr wichtig ist, dass sie diese Diversitätsbrille nicht nur das ganze Studium, sondern dann auch in die Praxis mitnehmen. Und wir versuchen eben, diese Lehrveranstaltung auch möglichst vielfältig, kreativ und methodisch abwechslungsreich zu gestalten, so dass diese zum Teil ja auch sehr schweren und herausfordernden Themen und auch die oft komplexen Theorien auf gute Art eben auch bei den Studierenden ankommen. Ja, das wär's zur Lehrveranstaltung. Fragen gerne an mich oder an die Kollegin Grigori. Vielen Dank.